Willkommen zurück, meine werten Freunde, bei Dark Souls 2. Ja, wir haben hier einen NPC, mit dem unterhalten wir uns doch direkt mal, oder? Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Der will einen suchen? I am Crichton of Myra. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. And I got trapped myself. Okay. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Interessant. Also bin ich ja mal gespannt. You be careful of him. Pate, I think he said. Pate? He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Oh, Freunde. Er meint doch nicht den Pate, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben, oder? Pate. The man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. I'll find a common footbed and put an end to his roguery. Naja, immerhin Gesten lernen. Was lernen wir denn? Yeah, lernen wir. Yeah, finde ich gut. Pate, the man with a strange ring. Okay. And don't you believe a... I'll find a common... Also, er meint wahrscheinlich wirklich unseren Pate, so wie es ausschaut, ne? Kann das sein? Warte mal, wir haben das Leuchtfeuer entzündet. Sind die jetzt wieder da? Nee, ne? Nee, alles klar. Eieieiei. So, wir waren in der Höhle. Achso, wir müssen sogar ans Leuchtfeuer, wegen dem Glitzertier, ne? Ja. Machen wir natürlich auf jeden Fall und am Leuchtfeuer rasten. So, dann werde ich natürlich eins mal wieder tun, weil ich das ehrlich ungern mag, dass wir untot sind. Wir nehmen mal, weil wir so viele haben, hier so ein nettes Menschenbildchen. So. Et voilà. Dann können wir uns nämlich auch direkt nochmal hier rasten. Verbrennen haben wir eh nichts Neues gefunden. Das Asketen... Ja? Asketenleuchtfeuer, das war doch das, was man ins Feuer wirft, um nahe Feinde zu stärken. Das ist der Hammer. Ja, seid vorsichtig, bevor ihr diese gefährliche Glut nutzt. Klar, sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir das so vorschnell benutzen werden. Ach, guck mal, jetzt ist der weg. Der ist abgehauen. Okay, alles klar. Coole Sache. So, wir hatten da hinten eine Nebelwand. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir das Glitzertier erreichen sollten, dass da mal wieder ein Boss auf uns wartet oder ein weiterer Gang, weil wir hatten erst vor kurzem einen Boss. Ich glaube nicht, dass ein Boss da auf uns wartet. So, komm her, da hinten müsste auch noch ein Bogenschütze sein. Ja. Habe ich es mir doch gedacht. Na, nicht getroffen, ne, mein Freund? So, hier waren nämlich mehr, oder? Jawohl. Ja. So, komm ran hier, du Vogel. Oh, wir kassieren immer noch so viel Damage, ne? Ich glaube das nicht. Wenn sie uns überhaupt einmal treffen. Nehmen wir mal so einen Lebenstein. Ich weiß ja nicht, Freunde, ich muss ehrlich zugeben, wir sind ja auf Blitz und Co. aus, ne? Aber ich bin derweil davon noch nicht so ganz überzeugt. Ach, guck mal, er schießt auch hier. Okay. Müssen wir die eigentlich anschießen erstmal? Er hat den von hier getroffen. Nö, ne? Doch, doch, doch. Da ist er. Dann werden wir das auch mal so machen. So, Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Weil ich will gerne das Insekt haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Jawohl. So, Nummer 3. Kommt da auch schon? Nee, ne?
So, wir müssen natürlich jetzt aufpassen, denn da ist der Glitzertier. Oh, aufpassen. Komm, bleib irgendwo. Nein, das fällt da hinten runter, ne? Oh, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Dass wir das nicht hinkriegen, Freunde. War ja auch nicht. Jetzt hat sich das wieder da hinten in den Tod gestürzt, ne? Oh, so ein Mistvieh. So, Moment mal. Eins geht auf jeden Fall gar nicht. Wir sind viel zu schwer, so leid es mir auch tut. Wir müssen Elite-Ritterrüstung, Banditenrüstung, Ritterrüstung. Aber die Werte sind so erstaunlich gut, ne? Guck mal hier, Alva-Rüstung. Gib uns mal wieder unsere Kapuze hier. Die heilige Kapuze. Jawohl, so, damit müsste es eigentlich wieder klappen. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen weniger Rüstung, aber wir sind dafür schneller. Ich werde das nächste Mal jetzt dem Vieh dann einfach mal so einen Blitz an den Kopf schmeißen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier können wir auch eigentlich auch mit einer besseren Taktik dran gehen. Dann verbrauchen wir auch keinen Lebensstein. Das werden wir natürlich jetzt machen, weil ich will jetzt nicht irgendwie offscreen versuchen, da irgendwie was zu fuckeln oder zu machen. Ich will euch natürlich auch zeigen, was das Glitzervieh dabei hat. Ich gehe mal davon aus, sie hat... wird ein Titanit-Schärpchen oder so dabei haben, ne? Ist ja klar. Aber lassen wir uns überraschen. So, komm mal her. So. Da müssen wir schnell sein. Die sind echt flink, ne? Da muss man ehrlich zugeben. So, wo ist der Typ? Hallo, siehst du uns? Komm mal rüber. Weil den anderen Typen da hinten will ich mit Pfeil und Bogen abschießen. So, komm mal her, hau drauf. Jawohl. Was machst du denn hier? Du hängst da so schön in der Luft. Naja, egal. So, dann wollen wir doch mal gucken. Mit Pfeil und Bogen. Wo war denn der Typ? Oh, guck mal, da hinten ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Da wollen wir doch mal gucken. Jawohl, das reicht auf jeden Fall. Ist er schon hops? Ist er hops? Er ist hops. Perfekt. So, der hatte, meine ich, hier noch einen Kollege. Den wollen wir uns natürlich auch mal eben kurz holen. Wo bist du? Da bist du. Ja. Ach, Mist. Was hat er auch immer für einen Angriffer? Die sind so verdammt schnell. Das ist der Hammer. So, wie regeln wir das denn hier jetzt am besten, ist die Frage, ne? Also, wenn wir die Typen anschießen, ist das eigentlich auf jeden Fall nicht verkehrt. Da müssen wir jetzt mal eben kurz nochmal machen. Da ist so ein Typ. Dann schießen wir eben kurz zwei Pfeile rein. Et voilà. Da müsste jetzt eigentlich aber direkt noch einer kommen, ne? Ist ja ein Trio. Und da kommt er auch direkt schon. Jawohl. So, jetzt warten wir mal eben kurz. Ist das Insekt noch da? Ja, der ist noch da. So, da haben wir ihn. Upsala. Oh, Glück gehabt. Ja, komm, komm, komm. Was hast du vor? Kannst mich ruhig treffen, solange ich dich auch treffe. So, jetzt müssen wir schnell sein. Nehmen wir das Schwert? Wir nehmen das Schwert. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie drankommen. Jetzt lauf nicht wieder geradeaus, du verdammtes Mistvieh. Oh, das will mich so ärgern. Das disst mich richtig, das Mistvieh. Okay, Freunde, dann werde ich es mir doch offscreen holen. Wir kümmern uns erstmal hier um den Kollegen da unten. Treff uns ruhig mal, nimm mal einen Lebensstein. So, wie geht's denn weiter? Den Finstergeist hatten wir ja besiegt. Gehen wir hier mal eben kurz so runter. Ich hoffe, das ist okay. Jetzt sag mir nicht, wir haben Damage bekommen. Da flibbel ich hier aus. So, Finstergeist ist hops, ne? Ja, verzeiht, Freunde, wenn es wieder so laut ist, aber ist halt immer ein Wasserfall. So. Was haben wir hier? Nachricht lesen. Zwerg voraus. Sieg und Vorsicht vor überall. Bitte was? Was? Ah. Ich weiß nicht, Freunde. Es war so klar. Die Rippenfürsten. Drei Stück. Okay. Hallo. Ja, guck doch mal. Oh nee. Das ist ein Zauberer, ne? Tja. Ist ja natürlich nett. Ja, da hat er uns einen mitgegeben, jawohl. Der erste ist schon mal hops. Ja, 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 ja. Ah, da hat er uns doch noch getroffen. Geh kaputt. Jawohl, komm. Einen haben wir noch. Oh nee, da stehen Skelette auf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist uncool. Das ist uncool. Hau ab. Warte mal, ganz schnell hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, Freunde. Jetzt gibt's mal wieder mit der Keule, ne? Uah, war ja wieder klar. Boah.
Nicht dein Ernst. Lass mich in Ruhe. Wo ist denn der Zauberer-Typ? Wo ist der Zauberer-Typ? Oh mein Gott. Ja, eben kurz verstecken. Euch werde ich was zeigen, Freunde. Ah, jetzt. Ja. Ach du Schande, wie viele sind das denn bitte hier? So, einfach mal durchmähen. So. Jawohl. Und die nächsten bitte. Einfach mal durch hier. So. Und noch einmal. Jawohl. So geht's doch. Oh. Ach du meine Güte. Haben wir Glück gehabt. Oh, mehr Glück als Verstand, Freunde. Mehr Glück als Verstand. So, komm her. Ah, oh, Mist. Da wollte ich gerade mal zu ihm rennen. Komm her, ich hau dir mit meinem Streitkolben sowas von auf die Birne, mein Freund. Das war's. Nee. Ach, die sterben und dann kommen neue. Okay. Ach, was bist du denn? Was bist du denn für ein Vieh? Was seid ihr denn für Viecher, sag mal? Oh, wo ist denn der Rest? Da. Oh, was ist das denn? Ey! Was ist das denn für eine Kacke hier? Komm her. Oh, komm ey. Das ist ja nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Das hättest du wohl so gerne. So, sorry, Freunde. Ich gehe da auf Nummer sicher. Auch wenn es der letzte ist. Ich werde hier nicht sterben. Auf keinen Fall. Komm her. Boom. Jawohl. Ihr habt gesiegt. So ein Mist hier. Die Rippenfürstenseele. Ich wusste es doch, ey. Oh. Nachricht lesen. Scheinbare Wand voraus. Ja, definitiv klar. Wenn man so eine Nachricht da direkt dran schreibt. Kann man das kleinkloppen? Jawohl. Von wegen, gerippen Fürsten. Ab mit deinem Thron hier. Waren da nicht drei? Naja, egal. Einer ist schon hops. So, mal eben kurz umgucken. Aber sieht schon stark aus, ne? Meine Güte. Immer diese Untoten hier. Ich habe natürlich jetzt ganz schnell auf den Streitkolben gewechselt. Ist ja klar, warum, oder? Nachricht lesen. Feind voraus und dann Feind voraus. Sag mal, was sind denn da für blöde Nachrichten? Weil die Skelette, meine ich, erhalten mehr Damage mit so einem Streitkolben. Eieiei. Und es ist so laut. Es ist so laut. Es ist so laut. Hast du mich jetzt erschrocken? Hebel. Ziehen. Wieder eine Brücke. Jawohl. Freunde, wir sind gut dabei. Wir sind wirklich gut dabei. Blutfleck berühren. Lass mich raten. Du bist gerade ausgelaufen. Und nicht, dass da unten was ist, ne? Dass sie es nur ausprobiert haben. Ich will es jetzt mal nicht hoffen. So, stehst du? Lass mich mal kurz runter gucken. Aber da unten dürfte nichts sein, oder? Sonst würde ich mich echt wirklich extrem ärgern. Aber naja, Freunde, wir haben es geschafft. Meine Güte. Weiter geht's. Oh, Moment. Mal eben kurz hier, ne? Looky-looky machen. Nicht, dass wir doch was verpassen. Oh, und wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Oh, ich höre es poltern. Nachricht lesen? Nö, mir egal. Weiter. Ich will mich ja nicht die ganze Zeit spoilern lassen. Hallo. Ihr steht nicht auf, ne? Ah. Da ist schon wieder ein NPC, ne? Oh, jawolle. Guck mal, da ist so ein schönes Leuchtfeuer. Oh Gott, die Suppe ist ja giftig. Das Gift, ne? Ih, wir sind ja ganz grün. Egal, Leuchtfeuer entzünden. Jawoll. Ah, warte, können wir hier... Genau, perfekt. Ich will nämlich wieder raus. Ich hoffe mal nicht, dass wir sofort vergiftet werden. So, jetzt mal schnell hier. Eieiei, warte mal. Da müssen wir uns direkt mal was hier ins Inventar legen. Wo hatten wir das denn nochmal? Verringert Giftansammlung und heilt Gift. Jawohl. Das habe ich gesucht. Weil wenn wir wirklich jetzt mit Gift zu tun haben... Ach, guck mal hier. Ja, klar. Da haben wir doch auch noch unser schönes Gebet, ne? So, wie sieht's aus? Werden wir vergiftet? Dann heile ich mich nämlich mal eben kurz. Tada! Cool. Und wer bist du? Oh, du siehst aber auch nett aus, ne? Hallo? Are you a traveler? So in etwa. I'm Cloanne, an Orstone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living.
I never planned to visit this godsforsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade, after all. Ach, das ist ja cool. Ist das auch eine Schmiedin? Nee, Erzsteinhändlerin. Gegenstand kaufen. Was hast du denn? Oh, Seelenfrieden. 3 Aufladungen. Was macht das denn? Zauberinfo anzeigen? Ja, zeig mal her. Eines der verlorenen Wunder. Nur in der Gruft der Untoten vor dem Verfall bewahrt. Naja, okay. Fügt leeren Hüllen schweren Schaden zu. Hat aber sonst... Invasion von Finstergeist the Dude? Bitte was? Mach mal zurück hier. Zurück? No interest. Nee. See yourself. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Freunde! Jetzt gibt's PvP-Action hier, ne? Ein blauer Geist kommt mir zu Hilfe. Jawohl! Jawohl! Das finde ich richtig gut. Hallo, mein Freund. Grüß dich. Jawolle. Guck mal hier. Da will mich einer überfallen. So, und wo soll der sein? Und da ist mir einer zu Hilfe gekommen. Finde ich ja extrem stark. Wo ist er denn? Zeig mal her. Ach, da hinten ist er. Grüß dich. Da ist er. Hallo, du da hinten. Ja, grüß mich auch mal. Da piekse ich dich direkt mal. Ah, ist das cool. Nein, da hinten hängt er. Das ist ja mal richtig nice. Mal gucken, ob wir ihn treffen. Ach, guck mal, der Blaue ist direkt schon vorausgelaufen. Bist du verrückt? Ah, die ziehen ja keine Aggro von den Typen hier, ne? Da war doch irgendwie sowas. Komm, da können wir den doch einfach mal... Oh. Ich schieße den einfach mal hier so ein bisschen ab, ne? Guck mal, die kämpfen da fleißig. Finde ich ja mal richtig genial. Das finde ich super, Freunde. Wir sind da ja noch bei den blauen Wächtern, glaube ich. Ich will mal eben kurz den Typen hier... Boah, wie viel hält er denn aus? Jetzt stirbt. Oh nein, der blaue Geist wurde besiegt. Na, klasse. So, und jetzt... Jetzt bleibe ich hier oben stehen, oder was? Jetzt kommt er rüber, alles klar. Oh, Freunde, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, der kommt. Er kommt. Ach du meine Güte, ich hoffe, wir kriegen nochmal einen. Schade, warum hat denn der Blaue nicht gewartet? Da ist er. Na, hallo, the Dude. Wie ist es dir denn, mein Freund? Willst du spielen? Willst du spielen, mein Freund? Willst du spielen? Na? Oh, aufpassen. Oh, okay, der ist schnell. Ich sehe schon, der ist schnell. Kann auf jeden Fall schnell zuhauen. Auf jeden Fall. Der wartet irgendwie auf die richtige Gelegenheit, ne? Ich hoffe, dass ich nicht heile. Oh, okay. Er hat einen erwischt, ich habe einen reinbekommen. Na, komm schon. Was rollt er sich denn immer die ganze Zeit so komisch hier? Hä? Was war das denn? Hallo? Jetzt geht's aber los, ne? Habe ich irgendwie Lex oder so, Freunde? Wie konnte er mir denn in den Rücken fallen? Jetzt mal ohne Witz. Da finde ich aber jetzt gerade nicht sonderlich toll. Wie ist der mir denn bitte in den Rücken gefallen? Da, versucht er schon wieder. Ja, mach du ruhig mal. Ach, guck mal da, was ist denn das hier? Der haut mich hier. Ich habe hier irgendwie Lex oder so einen Müll. Was soll denn der Scheiß? Was macht er denn hier? Oh, aufpassen, aufpassen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, er hatte auch gerade eben Lex hier. Ja, Mist. Jetzt rollt er sich schon wieder. Eieieiei. Also eins weiß ich, man darf sich irgendwie nicht heilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Man darf sich nicht heilen, soweit ich weiß. Jawohl, da haben wir ihn doch. So. The Dude. Da haben wir dich. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal. Das ist nämlich wohl unfair. Das soll man nicht machen im PvP. Und daran werde ich mich auch halten. Natürlich bin ich der absolute Noob, aber spielt keine Rolle. Wir haben gewonnen. What? Do you need something? Ja. Ich wollte mal gucken, was du so zu verkaufen hast. Denn wir wurden aufgehalten. Gegenstand kaufen.
Was hattest du denn hier Schönes? Erneuerter Tod und... Komm, wir kaufen jetzt einfach mal Seelenfrieden. Können wir uns gleich dann nochmal angucken. Und die hat Titanitscherben dabei, ne? Was willst du denn für alle 10? Ja, komm. Dann nehmen wir sie mit. Wir haben gerade so viele Seelen wegen dem Boss und dann quatschen wir noch ein bisschen mit dir. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor, and some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Die kennt sich echt gut aus, ne? Das ist Hammer, so eine Geologin anscheinend. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Ach, die zieht da auch weiter. Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched every nook and cranny here. I suppose okay. It's time to move on. Perhaps we'll meet again. Ja, schade, die zieht auch weiter. Ich dachte, das wäre jetzt so eine seltene Händlerin. I suppose it's about time I moved shop. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen werden. Gut. Ach du meine Güte, da unten haben wir so viel Gift, wir brauchen Giftresistenz. Aber Freunde, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurückgehen ans gute Leuchtfeuer. Da wurden wir doch tatsächlich mal überfallen, wer hätte das gedacht? Hat mich eigentlich gewundert, warum es so lange gedauert hat. Ich meine, wir sind ja eigentlich relativ nett, wir kümmern uns um jeden NPC. Ich weiß, es gibt so Leute, die verflucht werden, wenn man NPCs killt oder so, dann... ja, sind das irgendwie Sünder, die können ja schlimmer überfallen werden oder so. Ach, guck mal an, hier ist die doch direkt schon wieder. Ich glaub's nicht. Oh, fancy meeting you here. Ja, hi. Speak up if you need anything at all, alright? Okay. Ach, wir können weiter mit ihr handeln, ja? Das ist eine coole Sache. Ja, okay, jetzt hat's aber keine Steine mehr, die haben wir alle gekauft. Suit yourself. Ja, kein Interesse kann man nicht so wirklich sagen. Du hast ja nichts mehr. Nein, wir sind immer noch nicht tot. So, Gegenstand verstärken. Das machen wir auf jeden Fall, auch wenn wir jetzt gerade wieder ein bisschen überziehen. Denn wir wollen mal gucken. Wir brauchen große Titanitscherbe, ne? Ich glaub's nicht. Wo ist denn große Titanitscherbe auch für die Priesterglocke? Und, wir können unseren Bogen verbessern. Das werden wir auch machen. Mit versteinerte Drachenknochen. Da müssen wir echt aufpassen, ne? Ansonsten. 30 Stärke der Turmschild, ne? Das ist Wahnsinn. E, C, C. Beide C, da haben wir nicht hundertprozentigen Block. Ja, Freunde, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir weitermachen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder richtig viele Titanitscherben. Und der Schmied hier verkauft, meine ich, ja auch noch welche. Da müssen wir mal eben kurz reingucken. Pfeile haben wir noch genug. Guck mal, noch 7 Stück hat er, Mann. Aber ich glaube, wir heben die noch ein bisschen auf. I'll be around, if you make it back. Jo, das würde mich freuen, wenn du wieder hier bist. Super, da haben wir auf jeden Fall ein neues Wunder. Das werden wir uns dann das nächste Mal angucken. Und ich werde natürlich versuchen, da einen Schlucht das Glitzervieh zu erwischen, Freunde. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Meine Güte, der erste PvP-Kampf. Und naja, hat ja immerhin geklappt. Auch wenn, ja, schlecht als recht. Keine Ahnung, ob wir da irgendwie geleckt haben. Aber naja, ne? Faule Ausreden. Bis zum nächsten Mal.